Also das erste Mal war ich bei der Antonia im Frühling für ein Beratungsgespräch und wo auch der erste Scan bzw. die Abdrücke gemacht wurden und die, mit der Behandlung gestartet. Also meine erste Schiene habe ich im August bekommen. Ja, es im Endeffekt, man merkt immer mehr, wie sich die Zähne halt dorthin verändern, wo sie am Schluss sein sollten. Also ich merke eigentlich bei jeder Kontrolle, dass sich wieder viel getan hat. Es ist schon immer ein bisschen anders. Also ich merke jetzt bei den letzten Schienen, dass ich, wenn ich von einer Schiene auf die andere wechsle, dass es am Anfang schon immer etwas unangenehm ist. Ich würde sagen, es sind keine Schmerzen, aber man merkt schon, dass es halt immer unangenehmer wird. Aber ich glaube auch gerade das ist das Positive, weil dadurch merkt man ja, dass sich auch die Zähne verändern. Ansonsten, ja, ich bin eigentlich von Anfang an zufrieden. Ich merke immer mehr, dass sich, wie gesagt, meine Zähne dorthin verändern, wo ich sie am Schluss gerne haben würde. Der weitere Fahrplan ist, denke ich, also jetzt machen wir eine kleine Änderung, weil sich ein Zahn, beziehungsweise weil die Frau Dr. Fortuschner gemeint hat, dass sie noch einen besseren Plan hat, wie man, also dass man das gewünschte Ergebnis doch anders noch besser erreicht. Deswegen gibt es jetzt eine kleine Änderung, aber ansonsten denke ich, wird alles wie gehabt weitergehen. Ich werde meine Schienen weiterhin brav tragen. Und ja, hoffe, dass ich dann bald das gewünschte Ergebnis haben werde.